Hi Leute, schön, dass ihr da seid. Kürzlich ist ein neues Gameplay zu Path of Exile 2 erschienen und ich möchte heute mit euch zusammen nur die Highlights anschauen. Das heißt, wenn ihr keine Zeit habt, die ganze halbe Stunde anzuschauen, werde ich heute im Video für euch die wichtigsten Neuerungen zusammenfassen, die wir hier sehen konnten oder die Besonderheiten einfach vom ganzen Gameplay, was wir jetzt gesehen haben bei dieser Vorschau. It does like an AoE around the monsters. So to show you that again. I can start by freezing these monsters and then shatter them apart. Right. So in POE1 a lot of the time, you just spam one skill again and again. We really wanted to make sure that you actually have more variety in POE2. Also hier hat man jetzt was gesehen und es wurde auch dazu nochmal gesagt, dass es in Path of Exile 2 viel mehr drauf ankommen wird, dass man Skills miteinander kombiniert bzw. aufeinander aufbaut. Man durchschlägt zum Beispiel erstmal die Rüstung und macht dann mit anderen Angriffen mehr Schaden drauf oder hat dann einfach einen Vorteil, weil man was vorbereitet hat quasi für einen noch stärkeren Skill oder den Skill, den man danach zündet, dass man den einfach noch stärker macht mit sozusagen einem Vorbereitungsskill. Bedeutet, der Kampf wird schon irgendwo taktischer. Man kann ein bisschen mehr drüber nachdenken, welche Kombination von Skills man in Zukunft mitnimmt. Und ich finde den Gedanke sehr, sehr cool, weil es einfach mehr Abwechslung ins Gameplay reinbringen kann. Dazu sehen wir aber dann im Laufe dieses Gameplays noch viel mehr Beispiele, die auch sehr, sehr cool aussehen. The skill system is presented a lot more like Diablo 2. Okay. Where you've got a skill tree, you can pick up classes. Er erwähnt Diablo 2 als Beispiel. Oh, ich find's klasse. You can still choose skills from any other class. So just like POE1, if you know what you're doing, you can choose other things. Or you can expand and see. So then we can see like the whole list, many. Also hier wurde nochmal als Beispiel gezeigt, wir sehen hier jetzt einige Skills, die jetzt, wie ihr hier seht, am Bildschirm, seht ihr, die sind auf bestimmte Waffen bezogen, beziehungsweise dann irgendwo auch auf Klassen, aber ihr habt halt je nach Waffe auch die Möglichkeit, egal welche Klasse ihr gewählt habt, einen Skill auszusuchen. Also sozusagen ein flexibles System, das euch durchs Game führt, entweder ein bisschen mehr eingeschränkt, erstmal, dass ihr einen Überblick bekommen könnt oder eben, ey, mir ist es egal, ich möchte alles auf einmal sehen, weil ich möchte mich da selber reinfuchsen. Finde ich gut, dass sie da beides im Angebot haben. Hier sieht man einfach nochmal schön diese Ansicht mit den Skills von der Klasse und dass man da dann ein Gem reinpacken kann, also ein Edelstein, und dann hat man hier bis 1, 2, 3, 4, 5 Unterstützungsgems, die man einbauen kann zu dem jeweiligen Skill. Und hier unten seht ihr einfach nochmal hier auch die Möglichkeit, das hier einzugrenzen, dass man sagen kann, welche Unterstützungsedelsteine gehen für diesen bestimmten Skill. Dann kann man sich das anzeigen lassen, glaube ich. Ah, es ist also sozusagen eine Empfehlung für den jeweiligen Skill. Hier sehen wir also, so ein Unterstützungsedelstein funktioniert eigentlich genauso wie in Path of Exile 1. No, it works. It's still an item and it works with any skill. So if I move, for example, to where's my sniper rifle gone? Yeah. Then now when I use my sniper rifle, I get 3 shots every time. Oh, okay. Also man sieht jetzt hier, aber es gibt einen Unterschied, nämlich diesen 3 Schuss quasi könnt ihr dann nur auf einen Skill in eurem Arsenal packen. Ihr könnt jetzt also nicht 3x3 Schuss Unterstützungsedelsteine in 3 verschiedene Skills reinsockeln und das 3x dann davon profitieren, sondern ihr müsst euch entscheiden, wo packe ich diesen 3er-Schuss Edelstein rein, bei welchem Skill nutzt mir das am meisten. Und ich glaube, das ist ein Unterschied zu Path of Exile 1. If you slam that, then it re-triggers the magma, so you can use this to do more damage to monsters. Oh, nice. And we try to just build things like this into every skill where we can. Das ist natürlich jetzt krass nochmal, was sie da gezeigt haben, wie wir vorhin drüber gesprochen haben, diese Vorbereitung, so ein Skill wie das jetzt, dass die Lava da im Boden ist, in so einer Schneise drin, und wenn man dann irgendeinen Skill benutzt, der zum Beispiel nochmal so einen Effekt auf den Boden hat, dann pulsiert diese Lava und macht mehr Schaden. Und er hat jetzt hier gerade gesagt, dass sie versucht haben, das möglichst bei allen Skills mit irgendwie einzubauen, dass man so eine Verstärkung davon machen kann. Es betont einfach nochmal, wie
anders der Kampf wahrscheinlich sein wird im Vergleich zu Path of Exile 1. The ground with this and then stampede that, then it triggers a very large number of times. So that can be, I think will be around 50 hours to get through the campaign and still with many, many features in the endgame. 50 Stunden, um durch die Kampagne zu kommen, das war mir zumindest bisher nicht bewusst, aber das ist ja auch schon mal eine krasse Ansage. 50 Stunden, um durch die Kampagne zu kommen, und wenn es jetzt erstmal startet mit Path of Exile 2, wird es nicht ganz so groß sein wie Path of Exile 1, aber Path of Exile 1 hat jetzt halt auch schon viele Jahre neuen Content bekommen. Für das betrachtet ist natürlich das jetzt ein riesiger Umfang eigentlich für den Start vom zweiten Teil. Yeah, I think one of the reasons why our game has lasted so long is because of the fact that there are so many different things to do with character builds. Yeah. Das ist eigentlich etwas, was ich besonders gerne höre jetzt hier. Er denkt, dass sich Path of Exile 1 so lange gehalten hat und so lange auch einfach sehr beliebt war und eigentlich noch ist, weil es einfach viel Vielfalt gibt bei den Builds mit den verschiedenen Klassen. Und dementsprechend wollen sie natürlich auch im zweiten Teil sicherstellen, dass hier ebenfalls viel im Angebot ist, dass man viele interessante Builds bauen kann und nicht nur 1, 2, 3 pro Klasse, die dann funktionieren und der Rest funktioniert alles nicht. Und dass man wahrscheinlich viele Skills hat eben, die auch gut reinhauen können und nicht, ja, nur 3 Stück sind jetzt super geil und der Rest kannst du komplett vergessen. Das ist meine große persönliche Hoffnung auch für den zweiten Teil, dass es einfach weiterhin viele coole Kombinationen gibt, denn dadurch hat man, wie ich finde, da stimme ich zu, wirklich den Anreiz auch weiter zu zocken und zum Beispiel neue Seasons mitzumachen, auch wenn man kein Fan von Seasons ist, sondern wenn man ein Fan ist, einen neuen Build zu bauen, der cool sein kann und nicht irgendwas immer nachmachen muss, weil es eh nur 2 Sachen zur Auswahl gibt und man dann wieder dasteht und sagt, ja gut, was ist jetzt, ich kann ja 1, 2, 3 machen und der Rest ist Bullshit, was ich hier in meinem Skilltree habe oder im Skillangebot. Deswegen, das ist persönlich meine große Hoffnung, dass man einfach viele interessante Klassen hat mit vielen interessanten Möglichkeiten, diese Klassen auszubauen. Das ist jetzt Gameplay mit dem Mönch und ich habe den Eindruck, dass er sich ein bisschen agiler bewegt, einfach hin und her, und das muss er, glaube ich, auch, weil er eben weniger Lebenspunkte hat und schneller sterben kann im Kampf, wenn er nicht aufpasst, als den Krieger, den wir gerade eben gesehen haben. This little bell on my staff here, and if you hit enough monsters, then you can make it expand it like this, and then when you hit the bell, it does more damage. Oh, really? And you can even electrocute, add things like if you set the bell on fire, it will do fire damage. If you electrocute the bell, it'll do electric damage. There's also another ability here which I can use charges for, which charges my staff up. And now when I do any attack, I get extra projectiles. So you can even use it with a skill like this to spin projectiles away. Das sieht natürlich mega nice aus. Da kann man sich schon ein bisschen vorstellen, wie es dann im Endgame aussieht, wenn man mit dem Mönch unterwegs ist, wenn man den Stab aufladen kann und dann solche Moves macht und dann schießt das solche Projektile raus. Sehr interessantes Gameplay, finde ich. Close to being staggered like this, then I can do another charge that will empower my staff with wind. And now when I attack, I get wind projectiles coming out. And actually, I can combine both of these at the same time. It's a bit tricky, but it's possible in order to do a very large amount of damage. Also hier auch nochmal ein Beispiel, wenn ein normaler Feind sozusagen gestaggert ist und er dann diesen Charge macht, dass er dann den Stab auflädt kurzzeitig mit Wind, also dass dann so Schaden nochmal durch die Gegend geballert wird und man das dann auch noch kombinieren kann mit der Aufladung von dem Stab, mit den Projektilen, was wir da vorgesehen haben. Er hat gesagt, das ist ein bisschen schwierig hinzubekommen, aber es ist möglich. Also das ist auch nochmal ein krasses Beispiel dafür, wie viel man da wahrscheinlich rausholen kann, wenn man diese Systeme versteht und zu kombinieren weiß und dann im Gameplay auch umsetzen kann. Also hier kommt es, wie ich finde, wie es den Eindruck macht, zumindest sehr viel mehr auf Skill an, und auch auf Wissen einfach, wie man das kombiniert, dass man im Kampf entweder, naja, so okay Schaden macht oder richtig krass viel Schaden. Okay. One more time, actually. Hier sieht man jetzt nochmal die Charakterauswahl. Ich weiß nicht, ob das jetzt der aktuellste Build ist, den sie haben von Path of Exile 2, aber hier sieht man nur nochmal grob, was momentan die Charakterauswahl hier hergibt. Wenn das für ein Early Access vorgesehen ist, dann haben wir sozusagen 6 Klassen im Early Access, aber mal sehen. So,
So if you press R1, then you hold your shield up, move a bit slower, but you, so R1, yeah, yep, like this. So yeah, now you can block attacks. Yeah. This will be handy for the guys that shoot these projectiles just over here. Hier hat man jetzt, also man sieht jetzt den Couch-Koop, den sie spielen, mit Controller-Steuerung, und dann sieht man das Interface auch bei einem Couch-Koop. Und hier wurde gerade gezeigt, dass man ja aktiv blocken kann, was ich persönlich, ich habe auf jeden Fall froh, das zu machen, weil ich das ziemlich cool finde als Mechanik. Man kann dann eine Taste drücken und dann blockt man aktiv, wenn man das möchte, und dann bewegt man sich ein bisschen langsamer. Ihr habt jetzt gerade ein bisschen das Interface gesehen beim Couch-Koop und bei der Controller-Steuerung, wie sie sich das ausgedacht haben. Hold down. Yep. Thank you. Jetzt seht ihr auch, dass man jemanden wieder aufheben kann, wenn man im Koop unterwegs ist, beziehungsweise in einer Party. Man muss dann zum jeweiligen Mitspieler hingehen und muss eine Taste gedrückt halten. Allerdings, und das zeigt sich nachher auch noch, muss man, man darf keinen Schaden abbekommen, weil sonst wird diese Animation, diese Wiederbelebung unterbrochen. So, yeah, so I have an ability here to create a firewall. Oh, and nice. If I shoot projectiles through it, they become empowered with the fire. So I can use both skills together to do a lot more damage. And this one is a delayed blast. Das ist nochmal ein Beispiel gewesen, also erstmal diese Feuerwand zu casten und dann diese Blitzprojektile da durchzulassen durch die Feuerwand, was dann diese Blitzprojektile nochmal verstärkt durch die Feuerwand. Also hier auch nochmal ein Beispiel für diese Skill-Kombination. Mega cool einfach, dass sie da bei so vielen Skills dran gedacht haben. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wie viele Skills es gibt bei jeder Klasse dann und wie häufig eine Klasse die Möglichkeit haben wird, Skills miteinander zu kombinieren, um sie einfach stärker zu machen, und das dann noch durch den eigenen Build zu verstärken und durch die Unterstützungsgemmen verstärken zu können, klingt für mich nach jeder Menge Experimentierfreude für künftige Builds. Also hier kann man jetzt einfach nochmal einen Bosskampf beobachten. Ich glaube, sie haben jetzt in dem Gameplay insgesamt 4 Bosskämpfe gezeigt, wenn ich richtig mitgezählt habe. Und man hat einfach gesehen, wie schön abwechslungsreich die sind, was es für unterschiedliche Mechaniken dabei gibt. Seismic Cry. So here I have these. Bevor ich es vergesse zu erwähnen, was ich während diesem ganzen Gameplay beobachtet habe, ich habe mich wirklich darauf konzentriert, als ich das letzte Mal angeschaut habe. Ich habe es schon vorher angeschaut, bevor wir es uns jetzt hier zusammen nochmal angeguckt haben. Man sieht bei den Lebensfläschchen, dass sich die Lebensfläschchen über Zeit einerseits wieder auffüllen. Also je mehr gewartet wurde, desto mehr hat sich das aufgefüllt. Das war während dem Bosskampf, da gab es keine Ads sozusagen, also keine kleinen Mobs irgendwie, die man kaputt prügeln konnte, hat sich die Lebensfläschchen trotzdem erholt. Aber man bekommt mehr Erholung, das hat er auch gesagt, man bekommt Erholung, sie füllen sich, auch wenn man eben die normalen Trash-Mobs weghaut, die manchmal bei einem Bosskampf kommen. Aber abseits davon, wie gesagt, habe ich beobachtet, dass selbst wenn keine solche Trash-Mobs gekommen sind, hat sich das Lebensfläschchen über Zeit langsam wieder aufgefüllt. Und ja, ich glaube, damit haben wir eigentlich die Highlights so durch, was mir noch im Kopf geblieben ist von diesem Gameplay. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet, was ihr jetzt hier Neues habt sehen können. Ich finde es sehr cool mit den Skill-Kombos, die da möglich sind. Ich finde es gut, wie sie es mit der Menüführung gemacht haben. Denn die Optionen, die man dann hat, eben sich mehr von diesen Unterstützungsgames anzuzeigen lassen oder nicht. Und je nachdem einfach ein bisschen ja mit mehr Unterstützung durch das Game zu kommen oder weniger Unterstützung. Und ansonsten, ja, freue ich mich einfach mega drauf, und ich finde es durchweg eigentlich hauptsächlich positiv, was ich jetzt hier gesehen habe, für mich, was ich mitnehme aus diesem neuen Gameplay-Video. Sehr, sehr coole Sache. In diesem Sinne, Leute, schaut auch gern beim Podcast vorbei. Ich habe eine erste Folge zu Path of Exile, einen Podcast einfach gestartet, mal zum Spaß, zum Experimentieren. Wenn es euch gefällt, einfach hier auf dem Kanal, schaut gerne da vorbei. Ich verlinke euch das mit Sicherheit irgendwo in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren oder in der Infobox, wo auch immer. In diesem Sinne, Leute, haut rein, weiterhin, macht's gut und ciao. We'll be right back.